Zahlen, Daten, Fakten aus der aktiven Zusammenarbeit mit der Caritas Regensburg und die Ergebnisse, die mit uns, mit FM Recruiting möglich sind, möchte ich Ihnen heute gerne mal in diesem Video zeigen. Ganz knallhart, wirklich einfach nur Zahlen, Daten, Fakten der aktuellen Kampagne der Caritas Regensburg und da wirklich mal auf die Analytics drauf einzugehen und dir wirklich mal ganz klar zu zeigen, welche Ergebnisse sind möglich. Hier geht es jetzt grundsätzlich darum, Ihnen einfach mal zu zeigen, welche Ergebnisse sind in den vergangenen 28 Tagen, in den letzten 14 Tagen und auch in den letzten 7 Tagen möglich gewesen. Und zwar geht es jetzt hier einfach wirklich immer ganz klar darum, Ihnen einfach mal zu zeigen, was auch für Sie, egal ob Sie im ländlichen Gebiet, ob Sie irgendwo in der Stadt sitzen oder wenn Sie an der Küste oder länderübergreifend irgendwo tätig sind, sind wir Ihr richtiger Partner. Und das zeigen diese Zahlen, Daten, Fakten ganz klar. Und was sehen wir jetzt hier? Diese 87 Besucher in den letzten 7 Tagen hatten wir hier insgesamt auf der Karriereseite. Von diesen 87 Besuchern haben wir 11 Bewerbungen in den letzten 7 Tagen bekommen. Und die durchschnittliche Antwortzeit liegt hier bei 1 Minute 41. Und die durchschnittliche Conversion Rate, also die Konvertierungsrate auf Deutsch übersetzt, bedeutet 12% aller Besucher entscheiden sich dazu, sich am Ende des Tages bei der Caritas Regensburg zu bewerben. Und was zeigt das? Das zeigt, dass die Caritas Regensburg sehr viel richtig macht und auch die durchschnittliche Antwortzeit liegt deutlich über dem, was Ihnen da draußen von jeder 0815 Agentur angepriesen wird. Schneller Bewerbungsprozess innerhalb von 10 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden oder 60 Sekunden, das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Warum? Dieser Bewerbende wird überhaupt gar keine Verbindlichkeit verspüren, wirklich zu Ihnen als Arbeitgeber zu wechseln. Und ich möchte, dass der Bewerbende sich mit mir als Arbeitgeber beschäftigt. Und deswegen sagen wir, alles, was über 1,5 Minuten ist, umso länger, umso besser. Natürlich 10 Minuten ist auch deutlich zu viel, da müssen wir schon ein Konzern sein und wirklich tausende Standorte haben, dass sich wirklich der Bewerbende dann auch irgendwo verirren kann. Da läuft auch irgendwas schief. Wir müssen wirklich die richtigen Zeiten finden von einem kurzen Bewerbungsprozess, wo es grundsätzlich möglich ist, eine Bewerbung recht schnell durchzuführen, anhand von eines Fragen-Antwort-Spiels, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, also ein interaktiver Bewerbungsprozess. Aber wir müssen den Bewerbenden auch ganz klar abholen und ihnen auch hier wirklich die Dinge mitgeben, die ihnen zu einem Wechsel anregen. Und das sehen wir jetzt hier auch in den letzten 7 Tagen. Über 96,6% der Bewerbenden oder auch der Besucher, besser gesagt, kommen auf die Karriereseite übers Handy. Und wenn Sie jetzt einen Bewerbungsprozess bzw. eine Karriereseite haben, die nicht fürs Mobilgerät optimiert ist, verlieren Sie über 96% der potenziellen Besucher direkt nach der ersten Sekunde, weil einfach Ihre Seite, Ihr Bewerbungsprozess nicht ansprechend ist. Und wenn wir jetzt hier mal auf die letzten 28 Tage gehen, was sehen wir dann hier? In den letzten 28 Tagen vom 28.03. bis 24.04. haben wir insgesamt 315 Besucher gehabt, 31 Bewerbungen und die durchschnittliche Antwortzeit liegt bei 2 Minuten. Und hier ungefähr 10% der Besuchenden entscheiden sich dafür, sich hier bei der Caritas Regensburg zu bewerben. Und 97,4% der Bewerbenden oder der Besuchenden findet über das Mobiltelefon statt. Ich kann jetzt hier auch mal eine flexible Zeit einplanen und jetzt einfach mal sagen, beispielsweise vom 28.02. bis zum 24.04. Das bedeutet, in 2 Monaten hat die Caritas Regensburg 957 Besucher gehabt, 70 Bewerbungen. Und die durchschnittliche Antwortzeit lag bei 4 Minuten. Bedeutet also im Umkehrschluss, die Bewerbenden beschäftigen sich sehr, sehr lange mit uns, mit einem Wechsel zur Caritas Regensburg. Und natürlich über die Laufzeit haben wir nur, natürlich in Anführungszeichen, nur 7% der Besuchenden bewerben sich. Aber diese 7% ist ein sehr, sehr durchschnittlicher Wert. Das erreichen eigentlich alle unsere Kunden wirklich eine durchschnittliche Rate von 5-7% auf einen längerfristigen Zeitraum zu erlangen. Weil unser Ziel ist es, nicht eine möglichst viele Anzahl an Bewerbungen in einem möglichst kurzen Zeitraum zu bekommen. Deswegen garantieren wir Ihnen auch nicht, dass Sie Leute anstellen können, sondern wir gewährleisten Ihnen, dass Sie die Bewerbung bekommen, die Sie zwangsläufig brauchen, um Einstellung zu vollziehen. Und deswegen ist auch hier ein ganzheitliches, analytisches Vorgehen sehr, sehr wichtig. Und wir haben durch unsere 350 Kunden und durch unsere TÜV-Zertifizierung ein dermaßen großes Know-how, dass wir wirklich auch Ihre Konvertierungsrate und auch die Besuchenden wirklich in Bewerbende verwandeln, die dann auch zwangsläufig dazu führen, dass Sie Einstellungen vollziehen. Und wenn Sie wissen wollen, wie das geht, gehen Sie auf www.fm-recruiting.de, buchen sich eine kostenfreie Erstberatung und wir schauen uns an, welche Ergebnisse sind für Sie und für Ihr Unternehmen in Ihrer Region möglich. Vielen Dank, ich freue mich auf Sie.